Meine Lieben, ich bin echt happy. Das Backbuch ist fertig. Für diejenigen, die neu auf dem Kanal sind, ich habe da auch eine ganze Playlist, wie einzelne Teile entstanden sind, halt das Cover, zum Beispiel Bindung oder einzelne Seiten. Falls euch das interessiert, könnt ihr euch das da angucken. Hier bin ich jetzt auch nochmal über die Figur mit Gelmedium rübergegangen. Ist doch besser, weil wenn das nicht hundertprozentig akkurat geklebt ist, dann lösen sich durchaus solche Teile. Ja, was ich halt auch gemacht habe, ich habe jetzt kein Inhaltsverzeichnis, weil ich gesagt habe, das sind ja, ist ja noch recht übersichtlich von der Seitenanzahl. Deswegen gibt es hier halt diese Reiter, wo ich dann rauf gucken kann. Und das schnell, ich glaube, ich finde das schneller, als wenn ich einen Index hätte. Vor allem war es mir wichtig, dass ich das auch richtig zuordnen kann, dass jetzt zum Beispiel hier das Tag in die Tasche gehört. Ich habe das ja auch mal so gemacht, dass hier, ach hier ist ja nur eine Seite, dass das Rezept eben auf der Rückseite ist. Hier haben wir die kürbiszittende Hexe. So, einige der Rezepte, nicht alle, sind auch auf meinem Blog, falls euch das interessiert. Ich verlinke euch unten auch meinen Blog nochmal. So, und zwar habe ich auch jetzt sehr viel, eigentlich hauptsächlich, so digitales Papier benutzt. Sprich, das meiste davon einfach mit so einer Collage-Technik gemacht, den Hintergrund so Frankenpaper. Diese Einstecktaschen habe ich hier immer festgenäht. Das ist mir sympathischer, als das zu kleben. Hier kann ich das ja mal zeigen. Ich habe das dann halt, ach, da hatte ich mich verschrieben und habe das einfach auf die Rückseite gepackt. Ich nun wieder. Naja. Und habe dann hier mit so einem Eyelet so eine zweite Seite dran gemacht. Ganz ideal ist es, sage ich mal, noch nicht. Hier habe ich jetzt versucht, auch ein bisschen hier das Farbschema einzuhalten. Dieses Blau-Rote und hier diese so ein bisschen Blau, überwiegend sage ich mal Beige und ein bisschen Rot. Ich werde euch auch, falls es euch interessiert, diese Etsy-Shops, wo man das digitale Papier kaufen kann, verlinken. So, das hier ist so eine Steampunk-Seite. Finde ich auch, also so Paper Dots fand ich mich auch total schick. Und ich habe jetzt halt auch das im Stil einfach gehalten im Innenleben. Ihr seht ja, ich habe entweder halt solche Einstecktaschen nach oben gemacht oder halt zur Seite weg. Ja, die Seite, da habe ich jetzt auch kein Video von gemacht. Da war ich auch nicht ganz so zufrieden mit. Und zwar, das sind hier Stempelabdrücke, die habe ich koloriert, noch mit Buntstift, ganz am Anfang meiner Stempelkarriere. Die habe ich dann gesagt, so okay, benutze ich die. Und da geht es hier um Zitronenkuchen, das geht hier, sind beides Rezepte für Zitronenkuchen. Und wollte dann halt auch mal diese Gorgeous-Teile halt benutzen, die ich da koloriert habe. Und muss sagen, eigentlich finde ich diese Seite passt
nicht wirklich in das Büchlein. Was ich halt auch festgestellt habe, ist, da passten jetzt nicht alle meine Rezepte rein. Ja, das war dann so die nächste Seite, mit der ich nicht ganz so glücklich war. Das waren jetzt ja auch so aus meiner Anfangszeit. Habe ich den mal zusammengepuzzelt, den Drachen und die Katze. Und dann habe ich für Inn, da war ich aber auch echt müde, auch solche Gorgeous-Teile genommen, die irgendwie wirklich eher wie ein Sommernachts-Albtraum aussehen. Ich war dann auch echt überlegen, mache ich das nochmal neu. Also im Nachhinein habe ich mich geärgert, dass ich diese Seite und auch die hier reingeklebt habe und nicht gesagt habe, ach komm, dann machst du was anderes. Und das hat bei mir auch tatsächlich zu so einer kleinen kreativen Blockade geführt. So, bis ich dann gesagt habe, also ich habe mir dann halt dieses, das so Meerjungfrauenpapier geholt, also sind jetzt nicht alle Teile aus diesem Papier. Und da wurde das dann wieder ein bisschen besser, dass ich da auch zufriedener war. Wie ihr seht, das ist das Geburtstagskind und dass die anderen hier, die drei, sind halt die Gäste. Also das Puzzeln mit diesen Papierteilen finde ich entspannt, weil ich muss da nicht viel drüber nachdenken, sondern ich puzzle da einfach irgendwas wild zusammen und dann kommt was draus. Also den hier finde ich zum Beispiel richtig genial. Den mag ich total gerne. Ja, ich habe dazwischen auch meine Lieblinge. Also deswegen. So, dann habe ich hier jetzt, also da war es so, ich habe von Luisa Heinzel also diese blauen Teile, ich zeige euch das mal auch bei dem Text drin, diese blauen Teile, das ist so ein digitales Papier von ihr, finde ich ganz toll, habe ich mir gegönnt und dachte, ah, dann muss ich das auch mal einsetzen. Diese dunkleren Teile, das sind Gelee Prints und zwar mit Alkohol Inks, die ich selbst gemacht habe. Und dies hier ist jetzt zum Beispiel auch aus ihrem Steampunk-Set. Und das war auch so eine Geschichte. Ich hatte mir die Set gekauft, weil ich da auch schon, sage ich mal, wirklich eine Weile drum rumgeschlichen bin, weil ich halt auch diese Vögel so toll finde. Da sind auch noch zwei andere dabei. Und ja, brauchte eine Ausrede, dass ich mir das kaufe, weil das ja nicht so, sage ich mal, ja, wie soll ich das sagen, es sind keine, was unter Paper dort so viel Figürchen bastelt, so unbedingt mit reinpasst, was ich viel mache. Und das war dann so meine Ausrede, wobei ich denke, mit dem Papier, mit diesem Set da, diesem Steampunk-Set, werde ich auch noch einiges machen. Ja, ich habe auch gemerkt, mir ging so langsam auch ein bisschen die Luft aus. So, und ich habe da echt schon Angst gekriegt, keine Idee mehr zu haben. Das ist jetzt, ist von Kürbissen und Vögeln. Oder von Vögeln und Kürbiskernen. Das ist jetzt so ein Set, wie ihr seht, also da hatte ich angefangen mit so einem Set mit solchen, wo ganz viele Vögelköpfe und auch Flügel drin sind. Habe das aber auch mit anderen Sets, die ich schon habe, ergänzt. Und ja, genaueres erzähle ich jeweils dann in den Videos dazu. Ich wollte jetzt das Flip-Through-Video auch relativ kurz halten. Was ich euch schon sagen kann, das habe ich dann beschlossen, als ich hier bei der letzten Seite war. Da habe ich dann auch irgendwie Sets kombiniert, wollte das auch irgendwie, ich glaube,
mir ist nach Frühling. Es soll ja auch langsam wärmer werden. Und ich glaube, dieser Wunsch hat sich hier auch so niedergespiegelt. Weil ich sag mal, jetzt russische Zupfkuchen-Muffins und Eilikörkuchen verbinde ich jetzt nicht unbedingt mit Frühling. Aber da war mir halt wirklich da nach Frühling. Und als ich die Seiten gemacht habe, war ich so am Grübeln. Da passen jetzt nicht alle Rezepte rein. Ich habe ja dieses Monsterjäger-Tagebuch noch gemacht. Auch noch mit Rezepten. Und dann habe ich beschlossen, ich habe auf dem Zettel, also dies Jahr ist mein 10. Hochzeitstag und ich habe das immer noch nicht wirklich geschafft, ein Fotoalbum von unserer Hochzeitsreise zu machen. Weil ich dann immer denke, so ja, die nimmt man ja, dann nehme ich dann sowas in die Hand und gucke das an. Eigentlich gar nicht, deswegen habe ich dann eher so ein paar Fotos an der Wand. Hatte ein paar Fotos von unserer Hochzeitsreise hinter so Glasfronten bei so einem Billy hinter. Allerdings habe ich den Schrank nicht mehr. Als wir umgezogen sind, musste ich das halt rausrupfen und hatte immer noch im Kopf, dass ich da was machen wollte. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich werde das kombinieren. So, das ist die letzte Seite Weihnachtskekse. Ich werde das also kombinieren, sprich, ich werde ein Album machen mit Fotos von unserer Hochzeitsreise und werde dann das auch in so einem ähnlichen Stil einfach halten. Hier auch mit so zum Rausziehen und ja, und werde da dann die Rezepte drauf tun und auf die Weise schlag die zwei Fliegen mit einer Klappe, weil ich habe jetzt das Kochbuch gemacht, ich habe jetzt das Backbuch gemacht. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, noch ein drittes Buch in dem Stil zu machen, zumindest im Moment nicht. Ja, das ist ja doch aufwendig. Ich habe jetzt auch insgesamt dann doch etwas länger gebraucht. Ich hatte, denke ich mal, so 1,5 Monate, bis das halt fertig war. Weil ich halt auch nicht täglich dran gearbeitet habe und dachte, wenn ich das kombiniere, so dieses Fotobuch, da sind die Rezepte drin, dann nehme ich das Fotoalbum auch öfters raus. Es hat einen praktischen Sinn. Ich habe meine Rezepte verstauen. Das heißt auch, das heißt nämlich auch jetzt für die Leute, die den Kanal abonniert haben, ich habe ein Luxusproblem. Ich habe keine tollen grünen Papiere. Das heißt, ich muss mir, bevor ich mit dem Album anfangen kann, noch Papiere matschen. Da habe ich gedacht, dann mache ich dazu ein paar Videos. Sprich, irgendwie Hintergründe halt matschen. Dazu so Geli-Plate auf jeden Fall werde ich rausholen. Ich werde aber auch gucken, dass ich ein paar Hintergründe mit einfachen Mitteln mache, mit Acrylfarbe, gucken, dass man halt und lasst euch überraschen, wenn euch das interessiert und ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, geht auf Abonnieren. So, jetzt kommen wir zur letzten Seite hier, die Weihnachtskekse. Da erzähle ich noch ein bisschen. Also, hier habe ich aus nostalgischen Gründen Oblate genommen, die ich auch als Kind irgendwann ertauscht habe oder gekauft habe. Ich glaube, die hatte ich ertauscht auf dem Schulhof. Genauso die. Und das hier sind so Teile, auch dieses Papier, was ich ganz am Anfang meiner Stempelkarriere mir gekauft habe. Und das ist das jetzt so. Und da habe ich das jetzt hier halt so ein bisschen kombiniert. Hier Stempel, so Papierteile. Ja, so. Das war's dann. Und wie gesagt, wenn euch irgendwelche Seiten interessieren, dass ihr da mehr darüber erfahren möchtet, ich verlinke euch unten die Playlist. Da könnt ihr einmal reingucken.
bis auf die beiden hässlichen Seiten habe ich von allen Seiten, die hier drin sind, halt Videos gemacht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Über ein Like oder auch einen Kommentar freue ich mich. Auch wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ja, und dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder.